Der Zucht Reit- und Fahrverein Wodan-Damm richtete am vergangenen Wochenende die Hallenkreismeisterschaft des Kreispferdesportverbandes Wesel aus. Die jeweilige Meisterschaft für Ponyreiter, Junioren, junge Reiter und Reiter setzte sich zusammen aus der ersten und zweiten Wertung sowie dem Finale. Am Samstag standen die ersten Wertungsritte in der Dressur und im Springen sowie die Kreismeisterschaft der Pony-Springreiter auf dem Programm. Nach der ersten Prüfung, einer Pony-Stilspringprüfung der Klasse 1 Sterne A, qualifizierten sich 8 Reiter für die Pony-Springprüfung der Klasse 2 Sterne A und 3 für das anschließende Finale. Neue Hallenkreismeisterin der Pony-Springreiter ist Hilde Kötter vom RSV St. Hubertus Wesel-Obrighofen mit ihrem Pony Mr. Minute. Am Sonntag wurde nach der zweiten Dressurwertung das Finale ausgetragen. Während die Ponyreiter eine schwere A-Dressur reiten mussten, stiegen die Anforderungen bei den Großpferdereitern auf L-Niveau. Im Anschluss erfolgte die Meisterehrung der Dressurreiter. Den Titel Hallenkreismeister erhielten bei den Ponyreitern Jule Ihlbruck vom ZRFV Dingden mit ihrem Pony Janosch, bei den Junioren Anna Schäfer vom RFV Graf von Schmettow-Eversaal mit ihrem Pferd Jelly Bean, bei den jungen Reitern Franziska Zastera vom RSC Danielshof Mörs mit ihrem Pferd Whitefoot und bei den Reitern Helena Kamper vom RFV Jachtfalkebrünnen mit ihrem Pferd von Dutch DB. Ja, also ich habe Janosch seit 1,5 Jahren, bin ich vorher auch als Reitbeteiligung geritten. Also ist eigentlich immer konzentriert bei der Sache und hilft mir auch in vielen Aspekten und ja, macht einfach Spaß mit dem zusammen. Das ist mein junge Nachwuchsstute. Die habe ich schon seit die 3 Jahre alt ist, selber angeritten, Jungpferdeprüfung geritten und seit letztem Jahr auch Eldressur. Reit Whitefoot erst, das ist unser erstes gemeinsames Turnier und sind 3 Prüfungen gegangen und konnten 3-mal gewinnen. Deshalb, ja, es ist der kleine Champ. Und ich habe damit nicht gerechnet, für mich war das eine gute, gelungene Runde, aber für mich wäre das auch okay gewesen, wenn wir nicht gewonnen hätten, aber so macht es natürlich noch mehr Spaß. Zum Abschluss des Turnierwochenendes traten die besten Springreiter der Junioren, jungen Reiter und Reiter im Finalparcours einer Springprüfung der Klasse L gegeneinander an. Hier wurden bei den Junioren Luise Drocek vom RFV Förde mit ihrem Pferd Callisto, bei den jungen Reitern Melissa Hoffmann vom ZRFV von Lützow, Hamminkeln und Umgebung mit ihrem Pferd Phoenix Rising und bei den Reitern Anke Engelmann vom RSV St. Hubertus Wesel-Obrighofen mit ihrem Pferd Campino E Hallenkreismeister. Ruven Belkott, erster Vorsitzender des ZRFV Wodan-Damm, zog am Ende des Turnierwochenendes Bilanz. Es ist was ganz anderes als ein typisches LPO-Turnier oder WBO-Turnier bei Wodan-Damm. Natürlich fehlen dann hier die ganzen kleinen Prüfungen für die kleinen Kinder, Führzügel, Schritt, Trab, Galopp, Schritt, Trab. Das fehlt alles, weil hier ist mehr der Leistungsgedanke bei den Kreismeisterschaften. Deswegen fehlt halt auch so ein bisschen das Flair Oma, Opa und Eltern und kleine Kinder. Auf der anderen Seite mal was anderes. Man sieht dann halt hier in den Finals doch schon ziemlich sehr gute Leistungen, ziemlich deutliche Leistungsunterschiede, auch zu normalen LPO-Turnier oder einem WBO-Turnier insbesondere. Zahlreiche Helfer sorgten für einen reibungslosen Turnierablauf und für das leibliche Wohl der Teilnehmer und Gäste.